Heute werde ich ein komplett eigenes Dorf im Nether bauen, in dem es zu 100 Piglins wohnen können. Ganz viel Spaß mit diesem geilen Video. Jojo Leute, Peace, was geht? Wir befinden uns wieder in meiner wunderschönen Survival-Welt. Und nachdem wir hier in der letzten Folge dieses Enddorf gebaut haben, in der Folge davor ein Dorf aus Eisen, gibt es jetzt eine Dimension, die noch fehlt. Ich glaube, ihr könnt es euch alle denken, Leute, das heutige Dorf wird im Nether gebaut. Bevor ich auf die Details zu sprechen komme, werde ich natürlich erst einmal nach Hause fliegen müssen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, das war in die Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr. Jawohl, das sieht aber gut aus hier. Bruh. Zack, da wären wir auch schon wieder zu Hause. Ja, irgendwie wie immer am Anfang der Dorffolgen. Als erstes muss ich einmal ein wenig mein Inventar aufräumen. Das geht ja absolut nicht fit so. Jawohl, Leute, das sieht doch clean aus. Und dann setzen wir uns natürlich als erstes einmal an die Materialien, die wir für das Dorf brauchen werden. Davor aber nochmal einen kurzen Abstecher zu meinem Drive-In hier bei dem Kollegen. Zack, haben wir auch wieder gut was zu essen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass wir für einen Großteil der Materialien in den Nether müssen. Hier werde ich lauter Holz aus einem Crimson und einem Warped Forest brauchen. Das ist auch perfekt hier, weil die sind hier einfach direkt nebeneinander. Jawohl, und hier werde ich jetzt einfach fürs erste einmal eine Menge Holz farmen. Alter, Leute, gönnt euch mal. Hier sind 1, 2, 3 doppelt gestapelte Strider. Ist das nicht eigentlich voll selten? Hä, da ist einfach sogar noch ein 4. und ein 5. Okay, ich glaube, so selten ist das ehrlich gesagt nicht. Ey, hä, was ist das denn für ein Attentat von dem Kollegen hier? So, Leute, ich glaube, jeweils 4 Stacks von den beiden sollte erstmal reichen. Als nächstes würde ich sagen, sammle ich mal ein bisschen was von diesem Gras und diesen Ranken hier ein. Das wird bestimmt auch alles irgendwie ins Dorf hineinpassen. Bis jetzt habe ich noch keinen wirklichen Plan, wie ich es bauen möchte, aber das klappt schon. So, ich glaube, das reicht erstmal mit diesem ganzen Kram. By the way, Leute, schaut mal, wie cool. Alle blauen Items sind in der blauen Schalkerbox. Und alle roten Items sind in der roten Schalkerbox. Irgendwie macht mich das happy. Auf jeden Fall werde ich für das Dorf nicht nur Materialien aus dem Nether brauchen, sondern auch ein paar aus der Overworld. Als erstes werde ich mich jetzt um Concrete in ein paar verschiedenen Farben kümmern. Dafür brauche ich Sand und ein bisschen Kies. Oh, das ist jetzt doof. Wir craften uns zuerst nochmal eine neue Schaufel. Bob, Bob und Bob. Efficiency 2, das ist okay. Dann hätte ich das einmal gerne in den Farben Orange, Rot, Blau und zu guter Letzt Hellblau. Und damit werde ich jetzt einmal einen wunderschönen bunten Turm bauen. Let's go. Jawohl, Leute, es ist ein buntes Blöcke-Paradies hier. Ich habe echt keine Ahnung, wie der eine Block bis nach da hinten geflogen ist. Das war auf jeden Fall der letzte. Jetzt haben wir 4 Stacks im bunten Concrete. Und damit lässt es sich jetzt auf jeden Fall doch schon mal sehr gut arbeiten. Für das, was ich als nächstes brauche, werden wir jetzt aber auf jeden Fall eine kleine Reise machen müssen. Nämlich werden farblich in das Dorf sehr gut die in der 1.19 hinzugefügten Mudbricks reinpassen. Ja, ich habe die irgendwie noch nie gecraftet und weiß aber, dass man die Materialien dafür aus einem Mangrove-Sumpf bekommt. Und Leute, für diejenigen, die es nicht wissen, das Ganze ist eine 1.18 Welt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen fliegen müssen, bis ja die ersten 1.19 Chunks kommen. Oh, aber wir starten ganz gut rein in die Suche. Das erste braune Schaf für diese Folge. Oh mein Gott, Leute, da sehe ich ihn, glaube ich. Jawohl, Leute, das ist der Mangrovensumpf. Und gönnt euch mal, wie krass das hier ist. Alter, das ist eine richtig geile Location hier, dieser Berg. Tschuhu. So, Leute, aber hier ist der Block, für den ich diese lange Reise gemacht habe, nämlich einfach Schlamm. Sehr geil. Ja, daraus kann man mit Weizen zusammen Mudbricks craften. Alter, gönnt euch mal den Sound, wenn man das abbaut. Keine Ahnung wieso, aber aus irgendeinem Grund habe ich jetzt 10 Stacks davon gefarmt. Naja, sollte auf jeden Fall doppelt, dreifach und vierfach reichen für das, was ich vorhabe. Dann würde ich sagen, fliege ich noch einmal hier auf den coolen Berg und dann geht es einmal mit einem Schnipser wieder zurück nach Hause. Zack! Und Leute, um daraus jetzt diese Mudbricks zu machen, brauchen wir zuerst einmal eine Menge Weizen. Dann macht man, glaube ich, einfach so. Jawohl, dann bekommen wir Packed Mud. Und das kann man dann so, indem man so einen Viererblock macht, zum Mudbricks verarbeiten. Irgendwie ganz weirdes Rezept für diese Blöcke, aber die werden, glaube ich, ganz gut aussehen in dem ganzen Dorf. Musik
4 Stacks zusammen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und Leute, hier seht ihr auch schon mal so ungefähr, wie diese Farbpalette am Ende aussehen wird, die ich für das Dorf benutzen werde. Nether Bricks werden da bestimmt auch irgendwie reinpassen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre es eigentlich auch schon mit allen Materialien. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal auf die Suche nach einer Location für das ganze Ding. Ups, Leute, nevermind, mir fallen doch noch ein paar Blöcke ein, die ich noch einmal bräuchte. Und zwar würde ich noch ganz gerne diese blauen und roten Bodenblöcke hier verwenden. Kann man die einfach so abbauen? So schon mal nicht. Perfekt, aber hier mit der Silk-Touch-Spitzhacke geht es easy easy. Dann würde ich sagen, hole ich davon noch mal ein bisschen was zusammen und dann setzen wir uns wirklich an das Dorf. So, Leute, die Materialien hätten wir alle und ich glaube, ich habe hier auch direkt schon eine relativ gute Location dafür gefunden. Hier ist eine relativ große Fläche, die auch gleichzeitig ziemlich flach ist, also eigentlich der perfekte Ort. Ich ziehe mir dann nochmal hier so einen Goldhelm an, damit die Kollegen mich da hinten nicht nerven. Und dann würde ich sagen, ich starte einmal mit den Wegen und dann zeige ich euch, wie ich das ganze Dorf ungefähr aufbauen möchte. Zack, Leute, Wege sind fertig, geterraformt ist es auch schon ein bisschen. Und aufmerksame Zuschauer merken, glaube ich, schon, wie ich dieses Dorf hier denn so gestalten möchte. Nämlich hatte ich mir gedacht, dass wir hier auf diese Seite nur Häuser aus dem blauen Holz bauen werden. Und hier auf der rechten Seite nur Häuser aus dem roten Holz. Das sind halt zwei geile Farben hier für den Nether, deswegen wird, glaube ich, sehr, sehr cool aussehen am Ende. Bis jetzt ist es hier aber noch relativ leer und ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir das erste Haus hier hinzimmern. Also, Leute, was ist mein Plan? Erstmal eine ganz normale Holztreppe und dann ersetzen wir das Cobblestone, was normalerweise in den Häusern verbaut ist, durch diese Mudbricks hier. In die Ecke kommen statt normale Holzstämme Crimson Logs. Zack, 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 zack. Und oben anstatt einem normalen Holzdach halt ein Dach aus Crimson Holz. Und so viel eigentlich auch nur zum ungefähren Aufbau. Ich glaube, man sieht, dass das relativ cool aussehen wird. Ich mache das erste Haus jetzt direkt einmal fertig und dann schauen wir uns das danach noch einmal an. Und zack, erstes Haus fast fertig. Da fehlt jetzt natürlich noch eine Tür und ein paar Fenster. Und ich dachte mir, ich gucke einmal, wie das mit so blauem Holz aussehen würde. Bob, Bob, Bob. Okay, ehrlich gesagt, das sieht, glaube ich, nicht wirklich nice aus. Ich glaube, ich sollte es nicht komplizierter machen, als es ist und einfach das rote Holz verwenden. Ja, das sieht direkt viel, viel besser aus. Okay, Leute, erstes Haus steht auf der Warped Forest Seite. Also da, wo die blauen Häuser hinkommen, wird das Ganze halt ungefähr genauso gebaut. Außer halt, anstatt mit rotem Holz, mit blauem Holz. Ist, glaube ich, relativ klar. Ich habe mir natürlich auch wieder eine sehr schöne Skizze gebaut, damit ich sehen kann, wo die Häuser hinkommen. Das heißt, hier muss jetzt wirklich nur noch ein bisschen gebaut werden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. Bam, Leute, da ist es. Und ich würde sagen, ich habe euch nichts Falsches versprochen. Es sieht mega geil aus. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Hier ganz hinten haben wir eine Schmiede, wo ich eigentlich auch nochmal Lava reintun könnte. Das sollte ja wohl ganz schnell gehen. Bob, Bob und Bob. Hier ein Standardhaus. Hier dann so eins mit Clay. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Und dann kommt man hier langsam von dem Crimson-Bereich in den Warp-Bereich. Lauter Standardhäuser. Und hier dann auch nochmal eins, was ein bisschen länger ist. So eine Art Kirche oder sowas. Keine Ahnung. Sehr, sehr cool das Ganze. Das Einzige, was mich ein bisschen triggert, ist, dass die beiden Häuser sich da so überlappen. Mein Perfektionismus kickt da irgendwie rein. Nichtsdestotrotz, Leute, wir sind natürlich noch lange nicht fertig mit diesem Dorf hier. Einer meiner Ideen ist auf jeden Fall, dass wir hier überall noch so ein paar Bäume unterbringen. Hier natürlich rote, da hinten blaue. Was außerdem natürlich noch fehlt, sind ein paar Felder, die man zum Beispiel hier hin klatschen könnte, dahin oder da hinten irgendwo. Da wir hier im Nether sind, wäre es, glaube ich, noch ganz cool, wenn wir vielleicht irgendwie hier so eine Art mystisches Nether-Portal oder sowas hinmachen. Also irgendwie muss man ja auch zurück in die Overworld kommen. Ja, Leute, ihr seht, wir haben hier noch einiges zu tun, ist noch lange nicht fertig und ich würde sagen, wir fangen erst einmal mit den Feldern an. Allerdings glaube ich, dass ich dafür, jawohl, noch ein bisschen mehr Holz farmen muss. Blaues Holz habe ich noch, aber rotes ist leider komplett ausgegangen. Okay, okay, Leute, Materialien sind zusammen. Das erste Feld, würde ich sagen, hauen wir hier einmal ganz schnell hin. So, auf die Holzstämme hauen wir dann noch ein paar Zäune rauf. Und dann dachte ich mir, dass auf diesem Feld hier diese roten Pilze angepflanzt werden. Und dann ist das Feld auch schon komplett fertig. Das Einzige, was noch fehlt, wäre eigentlich das Wasser hier in der Mitte. Aber da wir im Nether sind, wie könnte es anders sein, kommt hier natürlich Lava rein. Damit ich nicht tausendmal hin und her fliegen muss, crafte ich mir auch mal ein paar weitere Eimer. 4 Stück, das sollte passen. Bob, 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 bob. Und das nächste Feld, diesmal natürlich in Blau, hauen wir hier hin.
Bam, Leute, Feld Nummer 1 und Feld Nummer 2 hätten wir damit abgearbeitet. Als nächstes würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir hier ein paar Bäume reinhauen. Und ich glaube, man kann das so machen, dass man die einfach anpflanzt und dann da Knochenmehl draufhaut. Und dann sollte das zu so einem Baum da hinten werden. Bin mir gar nicht mal so sicher, ob das funktioniert, aber eins weiß ich auf jeden Fall, ich brauche Knochenmehl dafür. Oh mein Gott, und wenn ich das richtig sehe, jawohl, dann können wir das da auch ganz easy herbekommen. So, also wir testen das Ganze einmal. Hier kommt dieser rote Block hin. Da drauf der Pilz. Und jawohl, Leute, funktioniert einwandfrei. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne dekoriere ich damit jetzt einmal das Dorf ein bisschen. Leute, 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 ich liebe, wie das Ganze jetzt aussieht. Gefällt mir extrem gut. Die farbliche Mitte zwischen den Dörfern habe ich bis jetzt ausgelassen, weil ich dachte, hier kommt dann das Portal hin, halt so als Mittelpunkt. Passt, glaube ich, ganz gut. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, Leute, ich habe genau 0 Obsidian dabei. Die werde ich jetzt erst einmal farmen gehen müssen. Okay, Leute, Obsidian haben wir reichlich. Bevor ich aber zurück in den Nether gehe, würde ich ganz gerne noch einmal meine Rüstung reparieren. Ihr seht das, die Schuhe hier sind fast kaputt. Auf den ganzen Teilen ist auch leider noch kein Mending drauf. Das müsste ich davor noch einmal drauf machen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann sollte einer von den Kollegen hier Mending traden. Jawohl, der tut es. 14 Emeralds für ein Mending-Buch. Das heißt, Leute, lasst mich einmal kurz rechnen. 14, 28, 42 Emeralds. In diesem Sinne werde ich einmal hier ein bisschen Holzfarm gehen. Perfekt. Der Baum ist auch gerade gewachsen. Bob, Bob, Bob. Perfekt, Mending haben wir überall drauf. Jetzt werde ich damit halt nur noch einmal einen kurzen Abstecher ins End zu unserer Enderman-Farm machen müssen. Und Leute, danach wird es auch ganz schnell weiter im Nether mit dem Dorfbau gehen, ich verspreche es euch. Perfekt, Leute, die Rüstung sieht wieder sehr, sehr clean aus. Wir können wieder zurück in den Nether gehen. Okay, davor bräuchte ich aber nochmal ein paar weitere Blöcke, nämlich unter anderem ein bisschen was von diesem Basalt hier. Außerdem auch noch ein bisschen Blackstone, das wird, glaube ich, sehr, sehr cool aussehen am Ende mit dem Portal. Okay, ich dachte, wir werden jetzt aus diesen beiden Blöcken hier ungefähr so etwas wie eine Art, ja, einen Tempel hinbauen, einen ganz kleinen. Ja, hoffentlich wird das relativ cool. Ich würde sagen, ich baue das Ding jetzt einmal und ihr gönnt euch den Timeless-Modus. Let's go! Zack, Leute, fertig ist das Ding. Ja, wie bereits gesagt, es ist so eine Art Monument, in der auch wieder gespiegelt wird, dass das halt so zwei verschiedene Dorfseiten sind, keine Ahnung. Und alles, was wir jetzt eigentlich noch machen müssen, ist das Portal zum Leuchten zu bringen. Hier unten sind, by the way, lauter Piglins und Pigments gefangen. Ja, die können da, keine Ahnung, einfach wohnen bleiben, das ist deren Problem. Ein Feuerzeug habe ich zufällig nicht dabei. Okay, aber ich habe ein bisschen Eisen, das heißt, wir müssen hier nur ein wenig Kies in der Nähe finden. Das sieht auch schon sehr gut aus hier unten. Bob, Bob und bam, Leute. Das erste Portal ist an, das zweite, das dritte und das vierte. Und damit hätten wir diesen Part vom Dorf auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. Nur mal so zum Ausprobieren. Wo komme ich eigentlich raus, wenn ich hier reingehe? Hä? Okay, einfach direkt bei einem Mineshaft in der Höhle. Ja, nicht so der geilste Spawn. Ich gehe mal wieder zurück. Eine Sache, die ich auch auf jeden Fall in diesem Dorf noch einbauen wollte, wäre irgendwie eine Art Nether-Festung. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wie das so aussehen soll. Ich dachte, vielleicht machen wir so eine kleine Nether-Festungsbrücke, die irgendwie darüber führt und dann, keine Ahnung, kann man halt darüber gehen. Ja, aber wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so sicher. Wo ich mir aber auf jeden Fall sicher bin, ist, dass wir dafür sehr viele Nether-Bricks benötigen werden. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, Leute, genau die werde ich jetzt einmal farmen gehen. Und wenn ich mich hier richtig erinnere, dann war hier irgendwo, jawohl, da hinten ist so eine riesige Nether-Festung. Also wirklich, Leute, gönnt euch das mal, was das hier für eine große Mauer ist, ey. Ja, Leute, wie gesagt, hier wird jetzt einmal die Materialien dafür ranfarmen gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die alle zusammen habe. Das muss einmal sein hier. So, in diesem Sinne, Netherbricks sollten wir genug haben. Und wieder am Dorf angekommen, möchte ich jetzt hier irgendwie eine Netherfestung hinbauen. In diesem Sinne, Leute, ihr kennt es, wir schalten ganz gediegen in den Timeless-Modus. Let's go!
Und zack, Leute, die Netherfestung steht. Ja, ich habe versucht, sie wirklich 1:1 so nachzubauen, wie sie auch in Wirklichkeit ist. Wenn man über die Brücke geht, ist sie dann noch so eine Art Tor. Und hier kann man dann einfach einmal nach oben gehen. Ja, wie gesagt, mir ist nichts eingefallen, was man hier noch hätte hinmachen können. Aber ihr könnt ja gerne was in die Kommentare schreiben. Ich glaube, von den drei Dörfern, die ich bis jetzt in dieser Welt gebaut habe, ist das echt mein Favorit. Das gefällt mir richtig gut, wie das am Ende geworden ist. Falls euch dieses Dorf ja auch richtig gut gefällt, lasst unbedingt mal ein Like auf dem Video da. Und dann war es das auch schon. Jawohl, und falls du nun noch mehr von sowas sehen willst, kannst du dir jetzt das angezeigte Video anschauen, in dem ich 100 Aufgaben von euch in Minecraft Hardcore erledigen muss. Viel Spaß dabei!